Hallo und herzlich willkommen zu Mortal Kombat! Ich gehe davon aus, die mehr oder minder deutschsprachigen Leute kennen das. Es gibt natürlich irgendwie so dieses Land mit dem D. Glaube ich, da kennt man die Serie kaum. Ich weiß gar nicht warum. Und bevor irgendeiner fragt, ich sehe es nämlich gerade, sortieren wir das einmal neu und sagt mir einer, 2 kommt doch nicht vor 1. In gewissen Gelegenheiten schon. Du wirst das irgendwann mal wissen. Wie dem aber auch sei. Mortal Kombat 1, ja, der Beginn einer Legende, der Beginn an der Legacy von Street Fighter zu machen. Gehen wir es mal eben kurz durch. Das ist vom Plug and Play Mortal Kombat 1 eine recht nette Arcade-Umsetzung. Ist nicht ganz so sinnvoll wie die PC-Version, wenn einer auch mal ihr vielleicht die Cover sehen will, weil ich war zu faul, die Disketten rauszusuchen, die drei. Vielleicht auch mal hier. Habt ihr auch mal ein bisschen was gesehen, was man vielleicht nicht so immer sieht, hoffe ich mal. Ja, das ist wie schon gesagt eine okay Umsetzung, nicht ganz so flüssig wie die Arcade selber. Die Super Nintendo Fassung war schon in der internationalen Fassung zensiert, ist also mit Vorsicht zu genießen. Ist spielbar, aber hat nicht ganz so interessante Fatalities. Die Amiga-Version wie die PC-Version ist wirklich nahezu Arcade Perfect. Sollte man zugreifen, wer die Möglichkeit hat, also das auf einem Rechner zu spielen, sollte es tun. Dann haben wir aber noch was, um das mal zu lernen. Wir haben ja noch mal ein bisschen MK1. Wir haben das einmal für den Sega Master und einmal für den Sega Mega Drive. Der Sega Mega Drive ist die unzensierteste Version der Konsolen. Braucht man aber trotzdem auch einen Bloodcode, um was zu sehen, was, glaube ich, auch erstmal Leute nicht sehen sollten, wobei das sollte klar sein, dass dies kein Kinderspiel ist. Aber gut, vielleicht muss man es Leuten sagen, man muss den Leuten ja auch sagen, geh nicht über die Straße, wenn die Ampel rot ist. Kann gesundheitliche Folgen haben. So, das ist Mortal Kombat 2 für den PC. Wirklich Arcade Perfect, kann man sich nicht beschweren. Das ist die wohl bekannteste Mortal Kombat Version für den Super Nintendo. Gilt als das beste Mortal Kombat und flüssigste Mortal Kombat und ich habe da wenig zu meckern, ich sehe das genauso. So, machen wir gleich weiter. Links wieder die PC-Version, rechts die Super Nintendo-Fassung. Mortal Kombat 3 mögen nicht mehr so viele Leute, weil unglaublich viel dazugekommen ist, was nicht mehr ganz so flüssig und nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Das müsst ihr mal selber entscheiden, ich finde es ganz okay, bevor wir, nicht dass ich mich vertue, ich habe das jetzt erstmal nicht gesehen, dass es gleich Teil 4 kommt. So, dann gibt es noch Mortal Kombat 3 Ultimate oder Ultimate Mortal Kombat. Das ist so eine abgedatete Version vom dritten Teil. Da gibt es also auch eine Fatality-Theatershow, wenn man das braucht, wenn man sich sowas mal ansehen will. Ich glaube, aber es spielt doch, glaube ich, jeder Mortal Kombat wegen der Story und nicht wegen diesem unglaublichen Blutverlust. Bevor gleich jetzt irgendeiner fragt, hey, immer diesen beschissene Violence-Scheiße, mach doch mal Titten. Machen wir das gleich auch. So, wir machen mal eben kurz noch Mortal Kombat 4 fertig. Das ist die PlayStation 1 Version. Wer übrigens sieht, es ist, glaube ich, das ist die NTSC Version. Ich habe mir das, glaube ich, irgendwo als Import damals gegönnt. Das ist die N64 Version. Die ist gar nicht mal so schlecht. Müsst ihr mal selber entscheiden. Und bevor wir gleich zu einem anderen Insider-Gag gehen, gibt es noch Mortal Kombat Gold für die Dreamcast. Das ist die abgedatete Version von Teil 4. Und bevor jetzt die große Diskussion anfängt, da gab es doch noch was anderes. Ja, das gab's und wir haben es hier. Das ist Mortal Kombat Trilogy, so eine Art Remix von Mortal Kombat 1 bis 3. Prinzip das gleiche wie Ultimate Mortal Kombat. Hier ist interessant, hier gibt es einen männlichen Chameleon, hier gibt es einen weiblichen Chameleon. Die Chameleons haben die Fähigkeiten der Ninja, also hier der männlichen Ninja, hier der weiblichen Ninja. So, sonst sind die Versionen eigentlich beide spielbar. Muss man vielleicht nicht unbedingt haben, sei denn man ist ein ganz harter Fan und sprechen auf ganz harten Fan, kommen wir gleich jetzt zum absoluten Hohn. So, die Vorgeschichte von Sub-Zero, Mortal Kombat Mythologies. Es gibt eigentlich keinen ernsthaften Grund, warum man das braucht. Bei der Version müsst ihr beachten, ihr habt natürlich nicht die Videos, die ihr hier habt, hier wird das in Text erklärt. Das heißt, für die Videofassung und die Cheesy-Videos, die sind wirklich echt geil, die sind wirklich auf dem Niveau. Vielleicht, weil ihr das auch noch gesehen habt, hier sind die beiden Filme. Die Serie habe ich nur getaped, aber in der Qualität sind die. Das heißt, da muss man, es ist mehr für billige Lacher. So, aber billige Lacher und das schlechteste Mortal Kombat, meiner Meinung nach, ist Mortal Kombat Special Forces. Das braucht eigentlich wirklich keiner. Also, das brauche nicht mal ich und das heißt schon was. So, und jetzt für die Leute, die sich nur für Brustanimation interessieren. Ja, das ist Ninja Gaiden.
Der eine oder andere hat es gesehen, das ist übrigens Shadow Warriors, falls irgendeiner nicht lesen kann. Das ist die europäische Version von Ninja Gaiden und natürlich wissen wir, was aus Ryo Hayabusa geworden ist. Er tauchte wieder auf bei Dead or Alive. Das ist das Remix vom ersten mit dem zweiten. Das ist der zweite an sich. Der dritte. Natürlich, ihr wisst, was jetzt kommt. Der fünfte? Nein, der vierte. Aber bekannt geworden ist die Serie nicht nur durch den Film, der aber schon definitiv auf die wichtigsten Elemente hatte, denn da gab es auch Volleyball. Und da ist Dead or Alive Extreme Volleyball. Da ist der zweite. Paradise würde ich nicht anraten, ist sondern das Remake des ersten. Ja, diese Serie ist nicht bekannt geworden durch die Story, diese Serie ist nur bekannt geworden durch die gute Brustanimation. Den Rest überlasse ich euch wirren kleinen Typen da draußen. Und ich weiß, da gibt es genug wirre kleine Typen da draußen. Sonst ist das Spiel aber ganz gut und grafisch ganz nett, das muss man auch mal sagen. Also da braucht sich hinter einem Tekken oder so nicht zu verstecken. Das sollte sich allerdings schon verstecken. Ich bin kein Fan von Shaolin Monks. Ich weiß, es gibt da draußen eine Menge Leute, die das total toll finden. Ich finde es nicht so toll. Und da achtet drauf, tut euch nicht an, die Version in einem Land zu kaufen, wo man gerne an Kunstwerken rumschnippelt. Denn hier wurde da so rumgeschnippelt, dass dann dementsprechend der Fatality ausgeblendet wird. Da das hier aber Bestandteil des Games ist, spielt ihr dann mit einem schwarzen Screen. Nicht unbedingt hilfreich, seid ihr, um den Gag zu machen. Ihr macht ein Blind Let's Play. Ich glaube, blinder geht es nicht. Nein, also deswegen aufpassen, sollte man darauf achten. Kleiner Tipp, das ist die zensierte, das ist die unzensierte. Man kann es sogar in einer gewissen Ecke erkennen. Kleiner Hinweis. Ist aber nicht unbedingt mein Favorite, ist so ein bisschen so ein Aus, sondern ja, so ein Streets of Rage in Mortal Kombat Stil. Ist aber nicht unbedingt das, was man haben muss. Was man aber haben sollte, wenn man sich Fan schimpft. So, jetzt hoffe ich auch, dass ich das greifen kann. Kommen wir zur, ich sag's mal, Trilogie der nächsten Generation. Das ist Deadly Alliance, ein tolles Spiel, eine wirklich gute Umsetzung. Deception ist fast sogar noch stärker. Gut, Armageddon ist so wie Trilogy, ist nicht mehr so ganz so, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das muss ich aber haben. Beide Games sind solide, ist so ein bisschen so MK1, MK2 in der Next Generation Version. Kann man machen, Story ist toll gemacht, toll inszeniert, hervorragender Conquest Mode, die Krypta ist da. Da habt ihr viel Spaß, da seid ihr auch echt lange beschäftigt, wirklich lange. So, aber natürlich, jede Serie muss auch ihren Abschluss finden. Und da kommen wir jetzt zu der total Next Generation Generation. So, Mortal Kombat gegen DC. Es ist nett, es ist grafisch akzeptabel, es ist wirklich auch spielbar. Hat auch einen Story-Mode, der einmal natürlich klar für die DC-Helden ist und einmal für die Mortal Kombat, kann man da Helden sagen, für die Mortal Kombat Combatants, um mit dem K weiterzumachen. Das ist ganz nett, das ist ganz interessant, aber es ist nicht ein Marvel gegen Capcom. Gut, es hat auch nicht diese ganzen DLC-Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Es ist ein nettes Game, aber es ist nicht so riesig. So, dann packen wir das mal weg und kommen zum goldenen Abschluss. Das ist das Remake oder Reboot von Mortal Kombat. Storytechnisch fasst es die ersten drei Teile zusammen und ist storytechnisch das beste Beat'em-up aller Zeiten. Und ist auch ein ganz starker Titel 2011. Ist sicherlich auf Augenhöhe mit anderen Titeln, die dieses Jahr rauskamen. Wenn ihr irgendetwas von Mortal Kombat am Hut habt, irgendetwas, oder ihr habt damals die Serie geguckt und hattet dann irgendwann nach Teil 3 die Fresse hacke voll, das ist euer Game. Dieses Ding ist stark, dieses Ding ist wirklich stark und sollte eigentlich gespielt werden. Ist wirklich ein toller Titel, ein tolles Beat'em'up. Kann ich nur empfehlen. Macht wirklich Spaß und der Story-Mode ist wirklich sensationell gut. Das erwartet man bei Prügelspielen ja gar nicht, weil wenn man sich so die anderen Konkurrenten anguckt, dann kann man froh sein, wenn man mittlerweile einen gerenderten Abspann bekommt. Selbst den sparen sie sich ja teilweise schon. Das Ding ist wirklich solide, das macht Spaß. Es gibt dann, glaube ich, noch irgendwie eine Arcade-Collection mit den ersten drei Teilen der Arcade-Version. Das habe ich gesehen, dass das irgendeiner in einem US-Video hochhielt. Das habe ich aber noch nie gesehen, wusste, das gibt wahrscheinlich nur auf Messen und für ganz harte Sammler. Das gab es zum Download, wahrscheinlich nicht in einem Land mit D, aber das ist auch egal, weil wie man die Versionen, die man hat, die reichen da auch. Gut, damit wollen wir es besenden. Das waren auch schon wieder fast 10 Minuten. Ich mach mal ganz toll Action-Kino. Ich gehe mal auf das Logo. Was ist da? Das ist spannend, ne? Oh, das ist. Da kann Michael Bay noch eine Menge von mir lernen.
So, und mit diesem unglaublich interessanten Cut und Mortal Kombat möchte ich es auch beenden. Ich werde mal spaßeshalber auch nochmal den legendären Werbespot runterhängen, weil den muss man gesehen haben. Der ist einfach ein Highlight. Und es ist, egal welche Leute mir sagen, das, was die ECW mit dem Wrestling gemacht hat, hat Mortal Kombat mit dem Beat'em Up gemacht. Es ist einfach eine neue Evolution der Fighting Games dadurch entstanden. Ob das Moral und Ethik, ist mir vollkommen egal. Das ist ein tolles Game. Bis zum nächsten Mal.